Verdammt! Falsch ausgewichen. Ich wollte so ausweichen, wie ich dem ausgewichen bin. Aber das war... Dovi, dovi, doof, doof. Steht er da? Schicken Konzentration, wenn ich bitten darf. Konzentration, was ist das? Mach doch deinen ekelhaften Ball! Will nicht. Du sollst Batman umlegen! Hast du das schon vergessen? Das ist geschummelt! Was Wieso? Zum Teufel treibst du da, Bats? Ein bisschen die Matschfresse in Scheiben schneiden. Und das ist Heilmittel gewesen in seinem Mund. Steh nicht einfach zu früh, zu früh, zu früh! Na. Sag Gesicht! Wieder falsch ausgewichen. Das zweimal. Ich sehe schwarz. Wow. Also im zweiten New Game Plus hat es das wesentlich besser gemacht, Chicken. Ja, vom ersten Mal will ich gar nicht anfangen zu reden. Irgendwie aus wie so ein matsches, rundes Gehirn. Was er sich da verwandelt, wenn er sich einrollt. Eine Gehirnmasse. Ist sein Gehirn eigentlich auch so matschig? Mal so gefragt. Viel zu früh, Chicken. Versage! Das gibt's doch nicht! Wow! Ich hab meinen Kopf wieder einwäschen gesehen. Unnötig in die Länge gezogen, der Kampf. Wir wahrscheinlich schon tausendmal beenden können. Da schicken wir mal wieder ein Genie. Und hat zu wenig
ihre Granate geworfen. Ich glaube, so lange hat der Kampf von mir noch nie gedauert. Wenn man mal das erste New Game Plus absieht, aber das war wegen anderen Sachen. Was machst du da? Einfrieren lassen. Und immer schön in die Stücke schneiden, die Pizza. Deinetwegen komme ich noch zu spät zur Massage. Ist ja nicht so, dass es noch eine Dame gäbe, die du retten müsstest, oder? Ja, steche meine Wunde hinein. Oh, tut mir leid. Unpassend? Würde ein Tapetenwechsel deinen Schmerz etwas lindern? Ganz ehrlich, ich mag Fatale nicht besonders, aber das hatte sie nun wirklich nicht verdient. Ja, jetzt kommen wir zum Teil 2 des Bosskampfes, bei dem ich eigentlich die meisten Probleme hatte. Aber anscheinend will mir die Aufnahmen gerade das Gegenteil beweisen. Talias Schwert. Es ist so geil, dass wir hier mit Talias Schwert kämpfen. Haben die wirklich geil gemacht. Und dieser Finisher-Move erst. Pirouette-Drehung. Ich finde die Stelle einfach nur so geil und kreativ. Weil wann kämpft Batman mal bitte mit einem Schwert? Wenigstens wurde ich geheilt. Zwischendurch. Also, ne, zwischen den Phasen wechseln. Fertig? Okay, die Phase davor hat mir gerade mehr Probleme gemacht als die Phase. Weil da hatte ich eigentlich sonst immer meine Probleme. Und mal davon abgesehen, dass es im New Game Plus zwischen Phase 1 und 2 kein Quicksave gibt. Was davon hier stirbt, dass man alles wieder von vorne macht mit der ersten Phase. Das war lustig beim ersten Mal New Game Plus. Mhm. Geh mir aus dem Weg, Bats! Ich habe eine Verabredung mit der Unsterblichkeit. Nichts da. Ich lass doch nicht zu, dass du unsterblich wirst. Nein! Doch! Frage, ist Clayface jetzt eigentlich unsterblich, deswegen, weil er da reingefallen ist? Ja, eigentlich nicht lustig. Eine unsterbliche Matschfresse. Schnell! Das Heilmittel! Worauf wartest du noch? Komm schon! Ich hab deine Freundin umgelegt, Gotham vergiftet und verdammt, es ist noch nicht mal Frühstückszeit. Aber wir alle wissen, dass du mich retten wirst. Alle Entscheidungen, die du je gefällt hast, zogen Elend und Tod nach sich. Menschen sterben. Ich halte dich auf. Du brichst aus und tust es wieder. Sieh es als eine Art Running Game. Und damit hat Joker seinen eigenen Untergang quasi besiegelt. Versuch's mit dem Strohhalm. Bist du jetzt zufrieden? Willst du mal was echt Komisches hören? Selbst nach allem, was du getan hast, hätte ich dich gerettet. Ja, dein Batman kann einfach niemanden sterben lassen. Das ist allerdings ziemlich komisch.
Und doch schreitet er dahin. Mit einem Lächeln. Na, erinnert ihr euch noch, was Joker zu Batman im Glockenturm gesagt hat? Erinnert ihr euch noch an den Anfang des Spiels, als wir das Gemälde gesehen haben? Kennen wir diese Szene nicht? Oh ja, das tun wir. Koordinieren Sie. Was zum. Verdammt, was ist da drin passiert? Das willst du nicht wissen, Jim. Batman! Was ist passiert? Und da haben wir sie, die Credits, zum zweiten Mal, yay. Aber diesmal wirklich keine Fake-Credits wie vorhin. Oder für euch jedenfalls vor ein paar Tagen mit Kätzchen. Alter. Aber auch wenn hier jetzt gerade die Credits zusammenlaufen sind, heißt das nicht, dass das LP vorbei ist. Nee. Es gibt ja noch ein bisschen was zu erledigen in Arkham City. Mal davon abgesehen, dass wir noch ein paar Geiseln von Riddler retten müssen. Hier und dort ein paar Trophäen einsammeln. Aber hey, die Hauptquest in Anführungszeichen, sage ich mal, hätten wir jetzt durch. Oh. Ich kann immer noch nicht glauben, dieses Ende, ne? Joker! Der! Batman-Gegner schlechthin. Wenn man an Batman denkt, denkt man auch sofort an Joker als seinen Gegner. Der Gegner von allen Gegnern. Der ist einfach so tot. Dass Roxley das echt gebracht hat, das war verdammt mutig von denen. Ich meine, das ist Joker, verdammt. Oh. Ja, Joker ist tot. Lang lebe der Joker. Jetzt musst du noch einen Weg finden, diese ganzen Credits zu überspringen mit deinem Gelaber. Schon wieder Credits, yay. Naja, drei meiner Nemesis-Kämpfe. Na, zwei von drei Kämpfen war ein bisschen anstrengender als sonst immer, aber zumindest habe ich mich ja bei Ra's al Ghul ziemlich gut angestellt. Sie haben einen verpassten Anruf. Seitdem vergangene Zeit. 3 Stunden. Can make this world seem right. Only you. Make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Only you can make this change in me, for it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand
The magic that you do